So, meine lieben Zuschauer, da wäre ich jetzt mit dem Tutorial, wo wir den Button hier unten machen. Ich habe gerade das Tutorial schon gemacht, aber das ist mir überhaupt nicht so gelungen, wie ich es vorhatte. Und werde es jetzt anders machen, und zwar einfacher. Ich werde das so mit dem Button hier machen. Und da gehe ich einfach wieder in die Media und klaue mir dann nicht den Button. Also den Button, den brauche ich wahrscheinlich auch gleich. Aber nehme ich auf jeden Fall mal den Border. Und mache davon nur den Drop Shadow raus. Dann kopiere ich den mal. Perfekt. Aber. Wo habe ich denn hin? Ja, da habe ich es dann hier. Dann kopiere ich das mal hier hoch. Den Button lasse ich, kopiere ich auch mal kurz. Bräuchte ich auch bestimmt. Okay. Na, ist das schon mal geregelt. So, in dem User Login kann ich jetzt den Border mal hierhin platzieren. Dann kann ich es nehmen und mal hier ein bisschen einfügen. Genau, perfekt. Also, ich mache es mir jetzt wirklich einfacher wieder vor. Davor habe ich wirklich nicht so ein tolles Ergebnis rausbekommen. Zumindest nicht so toll, wie ich es haben wollte. Ja, gut, dann sicher ja dann schon ein bisschen drüber. Gut. Setze ihn dann zusammen und das Ganze bisschen mal besser gucken, wie es in der Größe aussieht. Eigentlich passt es ganz gut. Flip den doch, glaube ich mal. Nee, das passt schon so. Ich erase hier unten nur bisschen was raus. Also. Perfekt. Und von dem Button, die Kopie, den habe ich jetzt mal hier. Hoppa. Ich mache kurz hinzu. Von dem Button jetzt. Ah, da habe ich sogar einen, den alten noch, den lösche ich da raus. Man sieht schon, dass es ein paar Schritte sind, die ich hier vollzogen habe. Aber ich werde mir jetzt erstmal die zwei hier kopieren. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Hier Duplicate Layer, genau. Füge ich dann mal hier ein. Und ziehe die dann entsprechend lang. Wo kommt das jetzt her? Ach, verdammt. Stimmt, ich habe ja die eine Fläche. Die muss ich jetzt noch mal ein bisschen besser machen. So, jetzt habe ich den Button einfach mal kopiert. Ist ja überhaupt nichts Besonderes eigentlich. Aber sehe ich gerade, dass ich hier noch ein bisschen weiter rüber muss. Das will er jetzt nicht so machen wie ich.
und das gerne möchte. Genau, so jetzt. Fast perfekt. Nur der hier bis drüben noch ein Pixel rüber. Okay, gut. So, als nächstes nehme ich jetzt einen weißen Brush und fahre jetzt hier mal so an der Kante ein bisschen entlang. Mach das gleiche hier auch. Genauso hier drüben. So, 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 perfekt. Vielleicht hier in der Mitte auch noch mal ein bisschen so. Jetzt setze ich das Ganze dann wieder auf Overlay. Und von außen sieht der Button jetzt mittlerweile so aus. Eigentlich passt es wieder hier oben eben. Ich sehe nur gerade, dass ich hier mit dem Erase-Tool ein bisschen ran muss. Damit die Ecke hier zu stark ist. Also hier und hier. So sieht es schon besser aus. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was hier noch anders war. Ja, das habe ich jetzt. Und dann habe ich die zwei Muster hier. Das wollte ich doch gar nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt hier mit drin ist. Auf jeden Fall dupliziere ich mal die zwei Ebenen hier. Okay. Ziehe dann aus dem Ordner raus. Hier dann mit rein. Ziehe den nur mal nach oben und unten ein bisschen länger. Perfekt. Filter. Filter sharpen, sharpen. Bei beiden mal. Dann. Obwohl, ich mache erst nehme erstmal die schwarze Fläche hier. Das ist eigentlich gar nicht duplizieren. Das Ganze wieder auf 23% runter. Dann dupliziere ich wieder die Ebene, setze sie unter die andere. Mit der Maus ein paar Mal runter. Gehe auf Image Adjust, Resaturate, stelle komplett auf Weiß. Und dann auf Overlay. Dass ich teilweise hier ein bisschen dunkler haben möchte. Das ist mir sogar zu stark. Also das Weiße. So. Gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Mehr werde ich jetzt eigentlich bei dem Button nicht tun, außer dass ich hier drauf schreibe Login. Aber nicht in Times New Roman, sondern ach, wie heißt die Font nochmal? Der ist ein ganz komischen Namen. Aber glaube ich auch mit T. Verdammt, was war's dann nochmal? Font heißt Fritz Quattro Regular, okay. Duplicate Layer. Dann schreibe ich hier, ich lösche den Button jetzt erstmal. Dann schreibe ich hier jetzt einfach Login rein. Mach die Font dann größer. Setze es circa mittig hin. Und
Captain Musk. Passt das jetzt überhaupt noch? Ja, es passt, okay. Aber das Login muss ich kurz noch ein bisschen anpassen. Und hier werde ich jetzt aber mal eine Gradient Map hinzufügen. Create Clip Mask und gehe dann auf. Auf Color. Und dann kann ich mal schauen, was mir noch so an Farben gefällt, weil. Ich eigentlich die von da oben gar nicht haben möchte. Ich möchte ein bisschen Farbabwechslung mit drin haben. Die finde ich jetzt wirklich gar nicht so schlecht. Die kann ich eigentlich lassen, ja. Und um das Ganze noch ein bisschen in Schein geben, gebe ich ein Auto Glow mit der Farbe von dem hier. Sind sie aber auf Color Dodge? So, dann setze ich bei dem Border Drop Shadow auf normal natürlich. So. Setze bei denen dann auch ein Auto Glow. Normal. Und zum gelben Ton. Oh, mein Autoglow lasse ich raus. Sehr gut. Jetzt überlege ich mir gerade noch hier die Farben davon ein bisschen zu ändern, weil mir das eigentlich echt nicht gerade so gefällt, wie es mit dem Username und so aussieht. Und hier habe ich das im Titel mit drin, das soll da nicht rein. Dann werde ich hier nochmal bearbeiten und bei dem Stroke werde ich jetzt wahrscheinlich sogar die Farbe nehmen und dann teilweise so eine helle, genau. Bei dem Color Overlay nehme ich so eine rote Farbe und dann dupliziere ich mal komplett. Copy Layer Style und kann das dann hier mit einfügen. Paste Layer Style. Perfekt. Okay. So. Das Tutorial war jetzt wieder nicht ganz so lang. Jetzt sind wir auf jeden Fall mit dem Schritt hier fertig. Ich muss aber ehrlich sagen, hier oben muss ich noch ein bisschen was ändern, weil das gefällt mir echt. Da muss ich das bisschen mehr rausstechen lassen. Dann mache ich das dann mit einem Gradient. Ist mir gerade auch wirklich als aufgefallen. Und hier oben nehme ich dann. Und hier gehe ich nochmal ein bisschen hoch und nehme dann eine noch hellere Farbe. Manchmal verstehe ich es nicht. Manchmal funktioniert es ganz komisch. So, perfekt. Nehme ich vielleicht sogar noch ein bisschen ins Farblosere. Genau. So, jetzt sticht das User-Login noch ein bisschen mehr raus. Perfekt. Ja. So gefällt mir das jetzt eher. Ich weiß noch nicht, ob ich die hier so lasse. Das können wir am Nachhinein noch ändern, aber ja, auf jeden Fall speichere ich das kurz ab und das wär's dann auf jeden Fall erstmal für das Tutorial. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!